Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und in dieser Folge wollen wir mal den guten alten Flanders besuchen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute in der Folge wollen wir natürlich den guten alten Flanders besuchen. Wir machen mal seine Haustour. Aber bevor es überhaupt an die Haustour rangeht, möchte ich euch noch auf zwei kleine Sachen hinweisen, die ich jetzt noch beim Häuschen verändert habe. Und zwar geht's gleich los hier schon draußen beim Häuschen, und zwar auf der Vorderseite hier auf der rechten Seite. Ich wollte es eigentlich im Tutorial noch erwähnen, aber ich habe es da wohl ein bisschen vergessen. Aber wir haben hier auf der rechten Seite, oder du hast vielleicht jetzt hier noch eine freie Fläche. Das habe ich jetzt hier nochmal mit zwei kleinen Büschen aufgebessert, damit das doch nicht so kahl ist. Kann man gerne machen, sieht mal ein bisschen besser aus. Und beim Flanders Häuschen ist auch auf der Seite so ein paar Büsche. Ich würde mal zwei sagen, das passt ja eigentlich gut auf der Seite hin. Dann gibt es noch eine zweite Sache, die ich jetzt beim Häuschen noch verändert habe. Und zwar betrifft das eher mehr die Leute, die das Häuschen auch gerne einrichten wollen. Und zwar, ich hatte ja bei den ganzen Fenstern Glasblöcke verwendet. Das habe ich jetzt, wo ich es eingerichtet habe, nochmal ausgetauscht durch Glasscheiben. Sieht einfach besser aus. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal rein in die gute Bude von Flanders. Er ist noch gerade mit seiner Familie in der Küche, von daher können wir uns hier ruhig alles angucken. Ja, und ihr seht gleich, Glasscheiben wirken einfach besser innen drin, wenn man es sich einrichtet. Auch jetzt vorne beim Eingang wäre natürlich schöner, wenn man Glasscheiben in die Treppen einfügen könnte, hätten wir noch mehr Platz, aber Glasblöcke nehmen einfach zu viel Raum ein. Ja, dann sind wir jetzt hier erstmal drin bei Flanders. Wir kommen hier in den Flur rein. In den meisten Folgen, die ich jetzt gesehen habe, hatte er halt, wenn man reinkam, gleich die Treppe hier vorne im Flur drin. Es gibt auch andere Folgen, da hat er die Treppe woanders, aber im meisten Fall war es halt im Flur drin. Von daher habe ich sie jetzt auch einfach mal reingebaut. Man kann bei Flanders das Häuschen nicht 1:1 machen wie in den Folgen. Der ist einfach zu oft halt was anderes vorgegeben. Ich habe halt versucht, so möglich jeden Raum reinzubauen, der geht. Ja, wir fangen dann einfach mal hier unten halt im Flurbereich an. Wir kommen hier einmal auch zu einer Seite, wo die Küche sich befindet. Von der Küche weiß man nicht gerade allzu viel bei Flanders. Halt, na gut, man kann halt eine Standardküche hier so ein bisschen reinbauen, wo ein Herd, Waschbecken, alles drin ist. Natürlich auch ein Kühlschrank. Bei mir funktioniert das Ganze auch. Guck, jetzt habe ich hier rote Beete super aus dem Kühlschrank bekommen. Man kann natürlich auch noch hier so kleine Deko-Sachen machen, wie ein Toaster in der Küche. Ne? Guck mal, der Toast ist schon ganz grau, den sollte man langsam mal rausnehmen. Ja, ansonsten eine Kaffeemaschine, ne, so einen Braustein kann man immer gerne verwenden in der Küche. Ja, eine Küchenuhr darf auch nicht fehlen. Ja, ansonsten hatten sie auch noch hier so einen kleinen Tisch, ne, wo sie sich auch in der Küche immer hinsetzen konnten und frühstücken. Ja, dann gehen wir mal hier wieder ein bisschen weiter. Und zwar hat er hier auch noch zwei Wohnzimmerbereiche. In den einen, da können sie, sag ich mal, Fernsehen gucken. Ne, auch hier immer versucht so alles immer schön, ja, zu dekorieren. Hier in den einen Wohnzimmerbereich, wo die Couch war, war hier dahinter eigentlich auch eine Bücherregalwand. Nur leider habe ich jetzt hier unten im Bereich nur eine Wanddicke. Von daher konnte ich jetzt hier keine Bücherregale reinbasteln. Von daher habe ich mir ein bisschen hier geholfen mit so einem Gemälde. Ja, vielleicht noch so ein Regal vorgestellt, dass es auch so ein bisschen genau passt hier über unserer Couch. Nee, muss man einfach nicht so gut darauf achten. Ja, ansonsten kann man dann hier natürlich Fernsehen gucken und dann geht es noch hier in den weiteren Bereich, auch wieder im Wohnzimmer. Hier spielt, würde ich mal sagen, eher die Kinder, so Ort und Tod. Ne, die haben hier auch hier kleine Eisenbahnen so ein bisschen aufgebaut, dass sie hier ein bisschen spielen können. Haben hier auch die Stühle zur Seite geräumt, damit sie auch viel Platz haben. Und ich habe jetzt hier auch, sage ich mal, eines mit der ersten Häuser, wo der Kamin wirklich an richtiger Stelle sitzt. Ne, auf der Außenseite befindet sich halt ja hier auch genau der Kamin und das ist, glaube ich, eines mit der ersten Häuser, wo das genau original platziert wurde. Ja, ansonsten kommt man dann hier auch von diesem Wohnzimmer auch noch in die Garage rein. Kann man sich natürlich auch noch leicht einrichten, wenn man möchte. Ja, dann sind wir dann auch erstmal hier unten fertig. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben und gucken mal, wie es im oberen Stockwerk aussieht bei Flanders. So, und dann kommen wir hier erstmal wieder in einen großen Flur rein. Und hier kommen wir dann zu den ganzen Schlafzimmern und zu den Badezimmern. Da fange ich jetzt einfach mal hier vorne an. Hier kommen wir dann ins Kinderzimmer von Rod und Todd. Wie gesagt, unten hatten sie ja auch schon eine Eisenbahn sich aufgebaut. Hier oben sind noch ein paar Schienen, Spielzeug kann man sich natürlich ins Kinderzimmer noch ein bisschen packen. Und natürlich auch einen Kleiderschrank. Immer wenn der Platz eng ist, kann man natürlich den Kleiderschrank auch in eine Wand reinbauen. Finde ich immer eine kleine Notlösung. Auf engen Raum geht das Ganze. Und guckt mal hier, ich weiß nicht, ich habe es noch nie verwendet, aber man kann ja aus Enderstäben und Skelettschälen super kleine Tischlampen basteln. Und ja, passt doch eigentlich hier gut rein. Ja, ansonsten das Kinderzimmer natürlich hier von Rod und Todd. Dann gehen wir hier wieder in den Flur rein und dann gehen wir mal ins Elternschlafzimmer von Ned. So, hier schläft denn der gute alte Ned drin. Und der hat natürlich auch noch einen Luxus, und zwar hat der von seinem Schlafzimmer, kommt er hier gleich in sein eigenes Badezimmer rein, in einer schönen großen Badewanne.
eine Toilette, natürlich dann hier auch wieder ein Waschbecken, natürlich zwei Waschbecken, ne? Er ist ja verheiratet, von daher, jeder kriegt hier sein eigenes Waschbecken. Und wer möchte, kann er dann natürlich auch später denn hier zu den Simpsons so ein bisschen rüberluschern, was die dann wohl wieder treiben. Ja, ansonsten sind wir dann hier auch mit dem Badezimmer durch. Und dann wollen wir mal gucken, was noch hier auf uns lauert, denn Ned hat auch noch ein Gästeschlafzimmer. Es gab mal eine Folge, da hatte er ja auch noch hier seine Grandma drin, die hat dann hier auch noch gewohnt. Und da habe ich das hier ein bisschen für so eine Oma so ein bisschen gemacht. Ne? Die hat hier so ein kleines Lesepult, vielleicht liest sie immer noch was. Ja, ansonsten hier natürlich auch wieder so ein Kleiderschrank einfach mal reingebastelt. Eine Tischlampe darf auch nicht fehlen. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt es mir. Von da habe ich sie jetzt hier in den ganzen Schlafzimmern so überall ein bisschen reingebastelt. Ist auch eine gute Lichtquelle, ne? Falls man sich jetzt hier natürlich keine Lampen oder sowas platzieren möchte. Oder irgendwie Lichtquellen unter Teppichen und so sich was hier halt versteckt. Ja, ansonsten sind wir dann auch hier mit dem Gästeschlafzimmer wieder fertig. Und dann gucken wir uns hier natürlich noch das eine Badezimmer an. Ist dann natürlich für die Kinder oder auch dann hier halt für den Gast, der dann im Gästezimmer schläft, dann gedacht. Kleine Badewanne, Toilette darf nicht fehlen, natürlich ein Waschbecken und man kann natürlich mit Banassi auch noch ein paar Handtücher darstellen. Ja, dann sind wir hier auch mit diesem Badezimmer fertig und das ist dann natürlich hier die obere Etage. Es gab auch mal eine Folge zu sehen, wo Ned natürlich auch noch einen Dachboden hatte, habe ich jetzt drauf verzichtet, denn ich kann es euch gerne zeigen. Man kann natürlich sich einen Dachboden reinbasteln, aber es ist doch hier oben sehr eng, aber für Notfall könnte man hier oben auch natürlich noch einen Dachboden bauen. Und ihr seht hier, ich habe mir natürlich unter... oder über der Decke dann natürlich hier die ganzen Lichtquellen gesetzt. Ich habe ja hier mit Stufen gearbeitet und ihr dürft ja nicht vergessen, durch Stufen scheint halt immer Licht. Und wenn man darauf den Lichtquellen platziert, hat man alles gut beleuchtet. So habe ich mir auch unten ein bisschen beholfen. Ich habe dann hier immer unter den Wänden immer Lichtquellen gesetzt und das wäre dann unten natürlich dann hier dann die Beleuchtung. Und daher musste ich jetzt hier nicht so allzu viele Lampen machen, konnten ja alles hier gut beleuchten. Jetzt fragen sich bestimmt der ein oder andere Hardcore-Fan von den Simpsons, wo ist denn bei Ned Flanders der Hobbyraum, der Panikraum oder auch der Fanroom von den Beatles? Ja, da muss ich euch leider sagen, ich habe hier nicht alles reinbekommen. Also natürlich jetzt Räumlichkeiten so habe ich reingekriegt, aber natürlich die Kellerräumlichkeiten und so habe ich jetzt nicht reinbekommen. Dafür ging mir doch ein bisschen der Platz aus, dann hätte ich hier ein paar Einsparungen machen müssen, dann wäre es hier oben doch ein bisschen enger geworden. Aber dafür habe ich was im Garten gebaut, um das wieder wegzumachen. Da gehen wir einfach mal jetzt in den Gartenbereich rein. Und wenn man hier schon reingeht, ich hatte ja, sag ich mal, hier hinten bei unserer Terrasse eigentlich Steinblöcke platziert. Jetzt habe ich das nochmal ausgetauscht durch Steintreppen, weil das ein besserer Übergang ist, um rauszugehen. Sieht auch ein bisschen besser aus. Ja, und dann kommen wir hier natürlich hinten in den Garten rein. Um jetzt die Keller wegzumachen, wie gesagt, habe ich euch noch einen Bunker gebaut, denn es gab mal eine Folge, da ist ja ein Komet oder ein Komet sollte ja Springfield treffen, zerstören. Und Ned Flanders war der Einzige mit einem Bunker. Da kam er in die ganze Stadt zu ihnen und dann hat Ned sie alle reingelassen. Am Ende haben sie dann Ned alle rausgeschmissen, weil es zu voll wurde da unten. Naja. Wir wollen uns mal den Bunker denn dafür jetzt mal angucken, wie es denn drin aussieht. Ich habe versucht natürlich so wie in der Folge so ein bisschen darzustellen, wie das hier aussieht. Ne, hier so ein paar Feldbetten kann man sich natürlich hier platzieren. Und ansonsten gibt es hier auch nicht so viel zu sagen. Zum Bunker ist halt ein Bunker, ne? Ja, ansonsten gehen wir dann hier auch aus dem Bunker wieder raus und gucken, was hier noch so ist. Es gab ja noch eine Folge, wo Marge mal auf die Kinder aufpassen musste, auf Rod und Todd. Und die Szene fand ich eigentlich relativ fetzig, ne? Da hat sich Rod und Todd halt auf die Wippe gesetzt und die wollten wippen. Ned ist ja so ein fürsorglicher Vater, der hat dann unter der Wippe Keile hingemacht, damit sie halt da nicht runterfallen oder halt zu doll wippen. Und da hat Marge sich gedacht, was soll denn das? Macht sie einfach mal die Keile weg und dann sagt sie einfach mal Freestyle. Und dann konnten die Kinder wippen und da waren sie auch ganz begeistert. Ja, ansonsten, was gab es noch so ein bisschen hinten im Garten zu sehen? Ja, sie hatten auch so ein kleines Spielzeughäuschen, was in der Folge zu sehen war, aber das haben sie nur in dieser einen Folge gehabt, von da habe ich einfach mal drauf verzichtet. Ein Bäumchen stand da noch, eigentlich in vielen Folgen stand immer hinten ein Bäumchen, und da habe ich es auch mal hingemacht. Ja, ein paar Büsche waren noch halt immer am Zaun so ein bisschen befestigt, von da habe ich auch noch an der Seite ein paar Büsche hingemacht. Muss man nicht unbedingt allzu viele machen, vielleicht mache ich auch später noch ein paar wieder weg. Dann sind wir hier mit Flanders Häuschen auch fertig mit der Tour. Ja, ist auch eigentlich relativ schick geworden innen drin. Ich habe anfangs erst noch ein bisschen wieder, wie immer, gerungen damit, dass ich es hier alles super reinkriege. Ja, aber ich denke mal, für ein Survival-Leben oder sowas wäre das Häuschen schon optimal. Ist ja alles drin, was man braucht zum Leben. Ja, und dann können wir Flanders jetzt auch in Ruhe da wohnen lassen. Ich glaube, er wird zufrieden sein damit. Ja, wenn er dann von der Kirche kommt. Apropos Kirche, die könnte man natürlich auch wieder neu bauen. Ist auch schon ein paar Jährchen her. Und ich denke mal, die kriegt man heutzutage auch wieder besser hin. Ist natürlich jetzt nicht so ein Indiz drauf, dass ich die Kirche als nächstes baue. Wird eher was anderes werden, was kleineres. Ich denke mal eher wieder an ein Restaurant. Welches das natürlich wird, das verrate ich nicht. Da muss ich erstmal gucken, weil könnte sich natürlich auch ändern, mein Plan, was als nächstes kommt.
Na gut, so, dann würde ich sagen, stellen wir uns vor, Ned Flanders Häuschen Safety hin. Ich wünsche dir viel Spaß beim Einrichten, falls du es nicht schon getan hast. Und ansonsten, wenn ich Safety stehe, hören wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.